Willkommen zurück zu einem weiteren Meta-Event auf der Erweiterung. HOT heißt Heart of Thorns. Und ja, wir sind im güldenen Talkessel. Das ist das dritte Meta. Wir haben schon grasgrüne Schwelle gemacht, die Matriarchin, die immer bei Nacht kommt. Das letzte Event war im verschlungenen Tiefen, wo wir den König des Dschungels, die Chuck-Potanten, ich sage jetzt mal Potanten, weil es vier Proban sind, besiegt haben. Und jetzt sind wir im güldenen Talkessel und da gibt es auch vier mögliche Wegmarken, die ihr benutzen könnt, um euch an einer Seite mit zu positionieren. Wir haben hier schon einen Kommandeur, hier oben im Norden. Über die Nordwache könnt ihr euch positionieren. Ich habe jetzt leider hier nicht die Ostwegmarke, hier ist aber auch schon ein Kommandeur. Hier irgendwo ist dann die Wegmarke, da könnt ihr hier mitmachen oder ihr könnt zur Südwache gehen, im Süden hier unten. Ich bin eigentlich immer im Westen, weil ich das cool finde, mit den Pilzen da durch die Gegend zu hüpfen, und zwar über die Westwacht im Westen. Genau, es geht gleich los, 1:05 Uhr, dann haben wir die ersten Events. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Wir haben zwar vier Kommandeure, aber ja, wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen, funktioniert das. Es hat bis jetzt immer funktioniert. Damals am Anfang, wo wir bei Guild Wars neu waren, hatten wir da manchmal so ein bisschen Problemchen, dass das funktioniert, weil es müssen alle vier Ranken unten hier an den Seiten gleichzeitig kaputt gehen. Wenn die eine kaputt ist, sagen wir mal die Nord zum Beispiel, hat man einen bestimmten Timer, um die anderen drei auch kaputt zu kriegen. Und ich weiß, dass wir aus dem Süden, glaube ich, was haben, wo wir so eine Bombe immer vor zur Schleimschicht schicken müssen. Wir haben was, wo man gleiten muss und Bomben werfen darf. Und hier auf unserer Seite, wo wir jetzt gerade stehen, haben wir dann die Pilze, ich will als Frösche sagen, genau. Die Vor-Events sind jetzt rum, weil ich später auf die Karte gekommen bin. Wir haben jetzt hier schon das Westtor und haben den ersten großen Bereich schon erfolgreich besiegt und dürfen jetzt hier durch das Portal, wer nicht dieses Portal durch die Beherrschungspunkte freigemacht hat, muss hier rechts immer versuchen, weiter nach unten zu kommen, dann kommt ihr auch nach unten. Am Ende des Videos einblenden, damit ihr wisst, wie ihr gehen müsstet, falls ihr das noch nicht habt. Genau, jetzt sind wir so ein kleiner Pilz und müssen vor zur Schleimschicht. Wir haben insgesamt 15 Schutzschleim... Oh nein, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, ich Idiot. Okay, wir haben 15... Das ist mir noch nie passiert, aber vor lauter Quatschen nebenbei habe ich die falsche Taste erwischt. Genau. Mit der 2 kann man nach oben in die Luft katapultiert werden, weil diese komischen Steinkopfgedönse, und da ist auch irgend so ein Schleim, der so Froggies produziert. Die sind sehr, sehr liebenswert. Genau, jede Seite versucht, so schnell wie es geht, die Schutzschilde runterzuholen, dass man dann angreifen kann. Ziel ist es halt, alle vier Norden, Osten, Süden und Westen gleichzeitig zu zerstören. Und dann gibt es ganz viele Truhen, die wir öffnen dürfen. Und auch hier die Kartenwährung. Ich kann es euch dann mal gleich zeigen, sobald wir an der Ranke sind und kämpfen. Braucht man auch für die Raid-Rüstung, heißt ab und zu mal mitmachen, um einfach hier die Kartenwährung zu bekommen, weil wir dann bestimmte Items davon kaufen müssen. Wir haben jetzt noch 6 Schilde. Oh, Ost ist schon hier am runter. Hallo, ich will laufen. Danke. Ist schon am Rundermann. Die haben aber schon aufgehört, dass die nicht kaputt geht. Bei Süd, Nord und West tut sich noch gar nichts. Gut, West sind wir, das ist klar. Wir haben noch 2 Schutzschleimschichten. Süd, ja, super, Leute. Die südliche Ranke wurde zerstört. Genau, wir sehen jetzt, wir haben jetzt hier 1,54, also jetzt 1,50 nur noch Zeit, die Ranken kaputt zu machen. Das Event ist nicht gescheitert, wenn man das dann nicht schafft, aber man muss es halt nochmal neu machen. Die werden dann alle, ich glaube, auf 50% und sowas gesetzt. Das Schöne ist halt, wenn die anderen, die jetzt schon fertig haben, rüber zu den Ranken kommen, die noch nicht fertig sind. Aber wir haben hier gut Power bei, wir haben 15% noch. Kriegen wir das hin? Oh, jetzt liegt es an Nord und an West. Nee, Ost, Entschuldigung. Okay, oh Gott, es geht wieder weiter bei Nord. Wir haben nur noch 10 Sekunden. Oh Gott, ich glaube, jetzt sind einige von den anderen Seiten rüber.
Aber ich glaube, das schaffen wir, oder? Schaffen wir es? Ja, wir haben es geschafft. Okay. Genau, da Drachengepolter ist, kriegt man auch diese Champion-Truhen schon. Ich würde sagen, wir gehen Truhen nebenbei öffnen und direkt runter. Ja, aber guck mal, wie viele wir waren. Doch, doch, das hätte funktioniert. Dann haben wir die Bonustruhe bekommen. Denn wir können, wenn wir es gelevelt haben, per Beherrschungspunkte rechts einmal einen Typi mitmachen. Und auf der anderen Seite ist ein Heldenpunkt, den man auch immer wieder machen kann. Man muss hier aufpassen. Der macht irgendwann Felder, da darf man nicht drinne stehen. Der knockt einen nämlich direkt aus. So wie jetzt hier die Felder. Ah, ja, genau. Von eins ins andere und wir holen mal unsere Kumpanen hoch. Na komm, steh auf. Aber leben zu viel Spieler. Genau, wir haben... Liegst du jetzt in der Truhe? Hier, Truhe öffnen. Genau, wir haben hier eine Truhe. Zack, da sieht man, was dann drin war. Dann gehen wir schnell noch. Okay, was haben wir hier noch? Der Heldenpunkt resettet gerade. Wir haben hier Kartenmeter-Erfolg. Und das Schöne ist, mit Taria bekommt man so, so viel XP. Heißt, wenn man gerade levelt für Beherrschungspunkte, um das freizuschalten, haut euch einen Booster rein, damit ihr ja viel XP bekommt. Das habe ich zwischendurch auch gemacht, als mir die Geisterscherben ausgegangen sind. Weil allein hier 93.000 XP und Drachengepolter haben wir hier noch bekommen. Genau. Jetzt machen wir den noch schnell fertig und dann dürfen wir ganz viele Truhen looten. So, zack, da haben wir die Belohnung. Genau, ich habe 17 Schlüssel. Das könnte zu wenig sein. Ich zeige euch einmal, wo ihr die Schlüssel kaufen könnt. Wir haben jetzt bestimmte Minuten Zeit, um da die ganzen Truhen zu öffnen, indem ihr einfach hier zur Wegmarke zurückgeht. Vergessene Stadt, die ist eine Etage über uns. Haben wir hier einen erhabenen Beherrschungshändler. Und da können wir, selbe Preis wie bei den Chucksäuren, 5 Stück für 40 Aureliumklumpen und 1,20. Ich kaufe mir jetzt einfach mal ein paar, dass ich für die Zukunft auch was habe. Und den Weg, den ihr gehen könnt, zeige ich euch später dann auch. Aber jetzt holen wir uns erstmal die Truhen. Wir haben pro Kammer mehrere. Wir haben jetzt hier 3 Truhen. Und zwar hier ist die erste. Hier ist die zweite. Und hier ist die dritte. Und ab geht's in die nächste Kammer. Genau, und hier haben wir dann 3 kleine, eine größere und eine Megatruhe. Passt auf, hier stellen öfters mal Leute ihre Pilotentruhen rein. Und wenn ihr die nochmal ansprecht, habt ihr zumindest ein anderes Bild wieder. Aber ihr lauft halt trotzdem mit den Armen als Flugzeug durch die Gegend. Schöner ist, wenn ein Portal drin liegt und man wieder durch die Walachei geportet wird. Und ich muss wirklich sagen, das Event dauert wirklich nicht lange. Wann war ich auf der Karte? Ich glaube 57 oder 58. Gut, wir haben die Vor-Events nicht mitgemacht. Die sind aber selbsterklärend. Heißt, wir haben jetzt knapp 10 Minuten gebraucht. Also mit einem Durchlauf direkt. Hat's funktioniert. Oh, deshalb plant höchstens mal 15 Minuten ein. Bei einem zweiten Durchlauf vielleicht auf 20. Also es ist wirklich super flott. Und was das Schöne ist, wir bekommen ganz, ganz viel Loot. Und hier Haufen güldenen Staubs. Und auch diese güldenen Barren, wo wir dann auch weiter herstellen müssen. Hier haben wir unsere große Truhe. Einmal dürfen wir jetzt links lang. Und sind in der nächsten Kammer. Hier haben wir links die Kiste. Meins, alles meins. Und das sind so Events, die wir jetzt auch so gezeigt haben mit der Matriarchin. Die versuche ich wirklich täglich zu machen. Taria versuche ich so 3-4 Mal in der Woche hinzubekommen. Den Chuck-Portant. Damals zur Raid-Zeit, wo ich die Rüstung gemacht habe, habe ich es versucht auch täglich zu machen, um die Eier zu bekommen und die Leylinienkristalle. Jetzt versuche ich es, ja, so 2-mal. Gibt auch Phasen, wo ich es kaum mache.
Aber man bekommt halt die ganzen Ressourcen darüber sehr, sehr schnell. Und auch die geschmolzenen Edelsteine, die wir brauchen. War jetzt da hinten eine Truhe. Manchmal ist hier hinten im Eck eine Truhe versteckt. Sonst hier hinten. Hier ist die große. Da haben wir die gerade aufgemacht. Dann flitzen wir einmal durch. Da haben wir noch eine. Wenn hier oben nur drei sind, haben wir entweder hier unten hinter der Säule eine. Genau. Die steht heute da. Oder hier hinten, wo da eine gerade hinter geflitzt ist, steht dann nochmal eine. Genau, wie in meinem Fall diesmal. Manchmal sind sie auch alle oben verteilt. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, wo ihr suchen müsstet. Und dann geht's weiter. Genau, dann haben wir jetzt hier noch drei Truhen. Entweder sind sie oben oder alle im Wasser. Aber man sieht sie. Man kann eigentlich nicht an den Truhen vorbeilaufen. Und wie gesagt, wir haben genügend Zeit. Das heißt, wenn ihr jetzt merkt, oh, ich habe keine Schlüssel mehr, könntet ihr jetzt nochmal zurückporten und den Weg einfach nochmal schnell ablaufen. Hier kriegen wir manchmal diese Perlchen raus von den Muscheln. Entweder stehen hier die Truhen. Zack, zack. Wir haben hier oben noch die ganz große, nicht vergessen. Und die letzte ist hier dann im Wasser. Die letzten beiden, eher gesagt. Die letzten beiden. So. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende. Ich zeige dir jetzt gleich noch den Weg, den du gehen kannst, um dann an die jeweilige Bahn zu kommen. So, wir flitzen hier lang. Und durch die offene Tür. Und dann gehen wir rechts lang. Und dann kommt da irgendwann so ein Zwischenspalt. Genau, der ist hier. Den geht man runter. Zack. Und dann da, wo links der Werte herkam und der andere auch, flitzt man den Weg lang. Man muss immer hier auf der Karte gucken. Hier ist unser Bereich, wo wir dann hin müssten. Und dann kann man einfach von hier, zack, nach drüben. Und hat natürlich ein bisschen längeren Weg, aber man kommt somit auch direkt in den Bereich, wo die Ranke ist. Wir spawnen hier raus, da ist dieser Porter, hier sind die Pilze und dann kann man zack nach vorne, hier ist der Eingang, wo man dann am Ende die Ranke besiegt. Genau, ich mache jetzt einmal ganz schnell die Truhen alle auf. Ja, so sieht unsere Tasche aus. Wir haben auch ganz viel natürlich so Münzen bekommen, Haufen kristallisierten Staub hier, Blutsteinscherben. Wir haben hier oben von denen ganz viele bekommen. Ich glaube auch von den gelben waren es ein paar bei. Aber ich habe gerade gesehen, ich habe zwei Taschen übersehen und hier auch. Was wir hier auch kriegen, sind diese zurückeroberten Waffen, die gelben von denen garantieren immer eine zurückeroberte Platte, die man auch für die Raid-Rüstung benötigt. Wir können das natürlich das mal ganz kurz verwerten, aber da ist die Chance so weit unten, dann würde ich sagen, lieber guckt, dass ihr euch die kauft im Handelsposten und verwertet sie dann, dann habt ihr wirklich die 100%ige Chance, die zu bekommen. Wünsche ich euch soweit noch einen schönen Tag, hoffe es hat euch soweit gefallen, würde mich sehr über ein Like und einen Kommentar von dir freuen. Und falls du ganz neu bist, möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen, dich gern dazu animieren, den Abo-Button zu klicken. Du unterstützt mich zugleich und verpasst keine Videos mehr. Und ja, dann haben wir heute auch das dritte große Meta-Event gemacht. Ich hoffe, du freust dich jetzt drauf, das zu erkunden. Geh gerne auch mal auf die anderen Seiten, die sind wirklich nicht schwer. In der Wiki werde ich das verlinken, in der Videobeschreibung steht auch nochmal grob, was man machen muss. Wie gesagt, vier Seiten hat man. Es ist wirklich nicht schwer, super einfach gemacht. Du kriegst echt viel Loot. Damals, als wir angefangen haben, haben wir das wirklich täglich gemacht, weil wir so viel draus bekommen haben. Und ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Selbsterkunden, beim weiteren Guild Wars 2 Spielen. Und freue mich natürlich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und würde sagen, wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao, ciao.